Freunde der guten Slugsy-Unterhaltung, willkommen zum wahrscheinlich letzten Turok-Part. Wir sind im Hive of the Mantis auf der Suche nach dem letzten Primagen Key und ihr erinnert euch an diesen Raum hier mit der Suppe. Ja, kurz vor Ende des Levels. Nehmt bitte den Unterwassereingang. Den geheimen. Ja, da ist er. Und kommt hier oben raus und ja, freut euch. Ups, wo kommt der denn her? Und zipp! Gegen die Hand geschossen. Natürlich, keine Chance. Platz. So, wir gehen hier rein. Ah, Kinners. Oh. Doppelheld vergessen, egal. Hier will ich hin. Und dank The Eye of the Truth Ultra Health. Sehen wir nicht nur das Ultra Health. Nein! Fuck. Das Ultra Health war jetzt voll für den Arsch. Ich hasse es. Ey, Leute. Irgendwas stimmt da nicht. In Turok 1 konnte ich so geil springen, ja. Aber in Turok 2 geht irgendwie gar nichts mehr. Six Lives nur noch. I am Turok. Schönes Ultrahelfer-Bock-Zlacks. Respekt. Ihr könnt mich alle mal da oben. Ich hab den Primagen Key found. Einfach nur noch weg hier. Ja, das sei mir gestattet. Oh, voll fette Goldkette. So, links, rechts, weiter geht's. Also keine Panik, wir sind auch relativ schnell aus dem Level draußen. Denn da vorne ist ja schon der Ausgang. Wie gesagt, es ist echt kurz vor knapp. Ja, scheiß drauf. Einfach nur drauf scheißen. Freunde, wir haben alle Primagen Keys. Jetzt gibt's eigentlich nur noch eins zu tun. Da ist er. Der Hurensohn auf dem Pferd. Der ist so hässlich, ne? Und weil es der Primagen ist und ein riesen Arsch ist, hat er sogar einen Schutzschildwand Dingens Gedöns. Oh, ganz ehrlich, die Primagen-Musik, die sackt so übel. Ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich hier extrem leise mache, weil es nervt einfach nur noch. Wow. Ich lasse die Karte an. Also, das soll jetzt die Karte sein. Aber damit habe ich immerhin ein kleines Visier, wo ich zielen kann. Ein scheiß Bomben, ne? Und für die kleinen, hässlichen Mistviecher nehme ich den Nuke. Augen. Yeah.
Und die Nuke friert sie ein und killt sie danach, glaube ich sogar. Ah. Komm, bist du verletzbar. Ah, oben an deinen Flügeln. Ich nehme den Flammenwerfer. Die Mistschabe räuchern wir aus. Yeah. Der ist irgendwie sehr komisch drauf, der Primogen. Immer nur verdammt schwer zu treffen. Wag es, dich zu regenerieren, du Schwein. Ich hasse ihn. Ich hasse den Primogen. Ich hasse ihn. Und hier ploppt echt nur Schrottenergie raus. Also das ist... Müssen wir mit solchen Waffen hier arbeiten, ne? Was auch noch? Na toll. Ich meine, wann ploppt denn hier mal Energie? Oh, ist das ein Arschloch. Boah. Mit der Energie verarschen sie hier einen so. Boah, was? Boah, hau doch nicht immer ab, Pussy. Komm, komm, wo bist du, Primogen? Ey, es ist so scheiße, ne? Gegen den zu kämpfen, weil er einfach nur ein Arsch ist. Ey, ein Strich noch, ne? Ein Strich. Boah, ich konnte noch aufhalten, denke ich doch mal. Komm. Du hast dich jetzt nicht regeneriert, ne? Ich glaub's nicht. Boah, weißt du, dass ich mir hier übelst einen abkrampfe? Um dich runter zu knocken? Und du Nutte... Ey, ich krieg's Kotzen bei dem Vieh, ne? Ach Gott, ist der Scheiße gemacht. Hier, bitteschön. Das hat genau ins Gesicht verdient. Jetzt haut er wieder ab in seine Festung da hinten. Vielleicht wird irgendwie so komischen Nuke-Granaten nach mir. Es gibt mir aber ein bisschen Zeit, mich neu zu versorgen. Oh Gott, die Viecher, ne? Alle ab, Slaxi holt sich Munition. Hey! Yeah. Komm, Turok, renn.
Boah, der Primogen ist so nervig. Jetzt ist er wieder da. Ich mach mal einen Save, weil es ist echt nervig. Er meint, er wäre jetzt nicht hier der Chef, ne? Au. Guck mal, du sollst da umwechseln. Scheiße, der packt mich jetzt noch, oder was? Ah, nee, ich hab'n. Hihihi. Nein, nicht. Nein! Du hast dich jetzt nicht wieder regeneriert, ne? Fuck you. Ey, ich kotz. Der ist so nervig, der Bastard. Wo denn? Wo denn? Verarsch mich halt. Wen hältst du dich eigentlich? Jawohl, der hat gezogen. Scheiß drauf, ich mache einen Safe State. Ja, ich wusste genau, warum ich einen Safe State mache. Der war auch nix. Hab ich ihn jetzt? Ist der Arm tot? Wenn er sich verpisst, ja. Ja, ich denke mir, er ist tot. Boah, ich brauche Munition, ne? Ich brauche so dringend Munition. Gib her, Alter. Boah, ihr nervt. Ja, das, die Nuke ist einfach nur die beste. Ach. Komm, noch ein bisschen Firestorm kennen. Na? Huch. Energie, 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 Energie. Mir die Energie her. Nee, jetzt. Ihr nervt, ihr Schweine. Und beim Primogen ist es saudumm, dass nur irgendwas respawnt. Aber nicht das, was du brauchst. Die schreiben dir quasi vor, mit welchen Waffen du den besiegen musst. Und das ist nervig. Na komm, ab in die nächste Runde, Digga. Deine hässliche Visage, ne? Die ist gleich Geschichte. Oh Gott, Turok, du Flasche. Willst du mich aus dem Kartenrand drängen, ne?
Ja, getroffen. Schön mit der Platzpatrone. GDI-Ionenwerfer. Yeah. The Primogen has been destroyed, Turok. The combined energy from the totems has shattered his body and destroyed the last traces of his telepathic powers. Yeah. The Omniverse is in your debt. I have been unable to identify the force which conspired against you during your battle with the Primogen. Its form eluded me. While I searched, a feeling of dread washed over me. A feeling unlike any that I have ever experienced. There is a natural balance in the cosmos between that which we define as good and that which we know as evil, light and dark, order and chaos. Although I have been unable to gain any specific knowledge of this being, its energy signature feels as if it exists beyond either fundamental force. And one other thing, Joshua. Each time I scanned this entity's signature, I also detected the energies of the Turok lineage as well. Whatever it is, your ancestors have dealt with it before. Aha. Boah, Leute. Turok 2 vom Sluxy ist beendet und durch. Boah. Heftig. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Daumen hoch, fürs Abonnieren. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt eh nur noch Namen und so weiter. Ich... Ja, entweder... Ach, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Euer Sluxy. Tschüss.